Also, wir sind dabei, die Szene zu drehen, in der die Killeraffen-DNA Besitz von meinem Körper ergreift. Okay. Aber mir fällt auf, dass sie mir überall Fell ankleben, nur nicht im Dekolleté. Ich frage den Regisseur nach dem Grund und er sagt, es ist wichtig für die Story, dass meine Möpse sich als Letztes verwandeln. Süß, dass er glaubt, der Film hätte eine Story. Oh, und es gibt nicht mal ein Klo am Set. Ich musste zu der Tankstelle auf der anderen Straßenseite gehen. Ich komme also verkleidet wie ein halber Affe da rein und bin nicht annähernd so hässlich wie die Typen da drin. Lennart, ich könnte deine Unterstützung brauchen. Gern, und wobei? Nach dem Ende meiner Arbeit mit der Stringtheorie fällt es mir schwer, einen neuen Forschungsschwerpunkt zu finden. Gib mir mal deine professionelle Einschätzung, welches von diesen Fachgebieten das vielversprechendste ist. Naja, da laufen ein paar innovative Sachen im Bereich der dunklen Materie. Das ist hilfreich. Okay, und welches von diesen Sheldon, vier Gebieten... was haben wir zum Thema ein netter Freund sein gesagt? Danke. Lennart, was haben wir zum Thema leichtgläubiges Würstchen gesagt? Das ist so schrecklich frustrierend. Weil du nicht loslässt, mach was anderes und denk nicht immer nur daran. Hey, wie wär's mit einer Wiederbelebung des Alles ist möglich Donnerstags? Hey, das klingt gut. Wieso habt ihr damit aufgehört? Du hast gemeint, das sei total bescheuert. Ja, das klingt nach mir. Und, was sagst du dazu? Also gut, ich führe hiermit offiziell den Alles ist möglich Donnerstag wieder ein. Toll, und was wollen wir als Erstes tun? Ich weiß nicht. Was willst du denn tun? Ich weiß nicht. Was willst du gern tun? Ich weiß jetzt wieder, was unser Problem mit dem Alles ist möglich Donnerstag war. Was könnten wir tun, was Spaß macht? Was könnten wir tun, was ganz anders ist? Was könnten wir tun, was nichts kostet? Ich weiß was. Wir bestellen uns Pizza. So ein Quatsch, das machen wir dauernd, streng dich an. Ja, du hast recht, du hast recht. Ich weiß was. Wir bestellen uns Calzone, schneiden sie einfach auf und essen sie wie Pizza. Na gut, ich schüttle den Gehirnbusch nochmal, vielleicht fällt was dabei heraus. Ich weiß was. Es trifft sich eine Live-Action-Rollenspielgruppe jeden Donnerstag im Griffith Park und dann spielen sie Schlachten aus Herr der Ringe nach. Wie war das mit der Calzone-Idee? Was haltet ihr davon, wenn wir es ruhig angehen lassen? Wir gehen jetzt einfach ein bisschen spazieren und finden vielleicht ein schönes neues Restaurant. Besteht die Chance, dass das Restaurant in der Nähe vom Griffith Park liegt? Nein. Na schön. Raj und Howard sind bei Howards Mom, aber vielleicht wollen ja die Mädels mitkommen. Bernadette arbeitet noch. Amy ist krank. Oh, was ist mit ihr? Naja, sie redet zu viel, will immer zu Händchen halten. Das habe ich nicht gemeint. Wenn du ihre Erkrankung gemeint hast, hättest du fragen müssen, was fehlt ihr? Was fehlt ihr? Ach, wer weiß. Na komm, alles ist möglich. Er könnte zufällig die Treppe runterfallen. Hey, danke, dass du mich hier nicht allein lässt. Kein Problem. Wie geht's deiner Mom? Ganz gut, aber es ginge ihr besser, wenn sie ihre Medizin nehmen würde. Weißt du, wenn Cinnamon ihre Pille nicht will, stecke ich sie in ein Stück Käse. Gute Idee. Wir wickeln die Tabletten in Käse, geben sie Cinnamon und meine Mom frisst Cinnamon. Wonach steht dir der Sinn? Wir könnten uns eine DVD ansehen. Naja, meine Mom hat nicht gerade eine sehr große Auswahl. Hier wäre das Video von ihrer Darmspiegelung. Spoiler-Alarm. Nach 20 Minuten finden Sie einen Pflaumenkern. Ich dachte eher, wir könnten uns vielleicht den hier ansehen, das Haus der 1000 Leichen. Das ist die totale Blutorgie. Du erträgst du was nicht. Ich weiß, aber irgendwie steht Emily drauf und will sich den Film morgen mit mir ansehen. Also, wenn ich mir den Film vorher ansehe, bleibe ich morgen cool dabei. Da kennst du doch mal Plan. Jetzt kann ich die Darmspiegelung durchstehen, aber beim ersten Mal habe ich geschrien, mein Gott, ein Pflaumenkern. Und sehen wir ihn uns an? Na klar. Du bist ein guter Freund, dafür schulde ich dir was. Howard, hilf mir aus der Wanne raus! Das aber nicht. Also, wir suchen auf gut Glück ein Restaurant, ohne vorher online zu recherchieren? Ja. Na toll. Dann folgt auf den Alles ist möglich Donnerstag, der Es kommt mir alles wieder hoch Freitag. Hey, wie wär's mit dieser asiatischen Fusionsküche? Fusion und asiatisch? Ich versuche nicht an Naturwissenschaft zu denken. Was in aller Welt? Was? Sie arbeitet ja gar nicht.
Und Amy sieht gar nicht krank aus. Und wieso belügen sie uns dann? Gute Frage. Amy und Bernadette? Amy und Bernadette? Amy und Bernadette? Wieso lügt ihr zwei uns an? Hey, hört ihr das an? Mord, Kannibalismus und satanische Rituale sind nur einige der tausend furchtbaren Schrecken, die sie erwarten. Ich habe gerade meiner Mom aus der Wanne geholfen, also bin ich dir einen schlüpfrigen Schrecken voraus. Du bist ein guter Sohn, wie schaffst du das nur? Strandmatten, mein Freund, es geht nichts über Strandmatten. Okay, dann bringen wir es hinter uns. Ih, da ist von jemand ein Haar dran. Oh, du wirst den Film mit links durchstehen. Du arbeitest gar nicht länger, wieso hast du mich angelogen? Und Amy, du hast mir gesagt, du bist krank, siehst aber genauso blass und abgespannt aus wie sonst auch. Tut mir leid, ich wollte nur eine Pause von deiner zwanghaften Fragerei, wie es nach der Stringtheorie weitergehen soll. Wir wollten nur mal für einige Stunden nicht dauernd hören müssen, wie furchtbar du dich wegen des Films fühlst. Aber das heißt nicht, dass wir dich nicht lieben. Ich beschwere mich doch gar nicht über den Filmdreh. Oder etwa doch? Ich liebe dich auch. Wisst ihr was? Vielleicht brauche ich ja eine Pause von euch allen. Komm mit, Sheldon. Wo gehen wir denn hin? Heute ist doch der Alles ist möglich Donnerstag. Du erzählst mir von deinem Wissenschaftskram und ich beschwere mich über meinen Film. Danach trösten wir uns gegenseitig, denn das machen Freunde. Okay. Wenn ich jetzt wählen müsste, würde ich mich für die dunkle Materie entscheiden. Was ist los? Ich verstehe mein Essen nicht. Chinesische Nudeln mit koreanischem Barbecue in einem Taco. Das ist Fusionsküche. Tja, meine Mutter würde ihr Auto verriegeln, wenn sie durch dieses ethnische Gewirr fahren müsste. Findest du, ich beschwere mich zu oft über den Film? Ganz und gar nicht. Danke. Ja, aber ich muss sagen, wenn du redest, klingt das meiste für mich wie wah-wah-wah, Schuhe, wah-wah-wah. Hey, ich verstehe nicht, wieso du nicht sauer auf Amy bist. Das bin ich doch. So sehr, dass ich am nächsten Dateabend mit ihr hierher essen gehe. Okay. Also, in den letzten 20 Minuten haben wir eine Verrückte gesehen, die einen Fötus in einem Glas küsst. Einen Typen, der in zwei Hälften geschnitten und an einen Fisch genäht wurde. So wie die brutale Verstümmelung eines armen Grillhähnchens durch meine Mutter. Immerhin hat sie die Tablette nicht gefunden. Wieso gefällt Emily so ein Zeug? Denkst du, mit ihr ist geistig was nicht in Ordnung? Als würde das eine Rolle spielen. Wie meinst du das? Ach, ich bitte dich, wenn ihr Gefrierschrank voll mit Körperteilen ihrer Ex-Freunde wäre, würdest du trotzdem zu ihr gehen. Ich fände es gut, dass ihre Ex-Freunde aus dem Rennen sind. Ich fühle mich echt mies, weil ich Sheldon angelogen habe. Wie komme ich wieder ins Reine mit ihm? Ich würde dir sagen, was ich mit Howie anstelle, aber dich wie ein Schulmädchen zu verkleiden, funktioniert bei Sheldon nicht. Er gibt dir nur Hausaufgaben auf. Hast du Howard wegen heute Abend angelogen? Natürlich. Und du hast kein schlechtes Gewissen? Zwischen Pennys Gorillafilm und Howards Gorillamutter hatte ich ja wohl keine Wahl. Ein Glück, dass Penny und ich eine völlig ehrliche Beziehung führen. Was denn? Ich lüge sie nicht an. Oh, wir wissen, dass du sie nicht anlügst. Danke. Hey, vielleicht findest du die Antwort auf deine berufliche Frage hier drin. Penny, es gibt nur einen Keks mit Inhalt, der eine Lösung für Lebensprobleme bereithält, und das ist ein Doppelkeks. Oder ein Nussbutterkeks zur Not. Ach, bitte mach auf, da steht sicher was Tolles drin. Das hier ist asiatische Fusion. Hier drin könnte genauso gut ein winziger Chihuahua sein. Na schön, ich fang an.
Die Menschen wenden sich an dich, wenn sie ein kluges Wort brauchen. Hey, der ist ganz gut. Nein, das ist er nicht. Wieso ist er nicht gut? Wenn sie ein kluges Wort brauchen, also der Keks macht sich über dich lustig. So eine Frechheit hörst du nicht von einem Nussbutterkeks. Na gut, du bezahlst das Essen, da lass ich's gut sein. Mach deinen auf. Hast du schon mal für ein Essen bezahlt? Nicht mit Geld, lies. Dein warmherziges und lebensfrohes Naturell erfreut stets deine Mitmenschen. Nein, versuch den. Habe ich das richtig verstanden? Also, er ersticht den Vater des Mädchens, schneidet daraufhin sein Gesicht ab und trägt es dann als Maske, während er über sie herfällt. Da muss ich jetzt sagen, das ist nicht in Ordnung. Oh Mann, wieso kann ich nicht mit einem Mädchen liiert sein, das auf The Sound of Music steht? Quatsch, in dieser Liaison bist du das Mädchen, das auf The Sound of Music steht. Hey, Penny, was gibt's? Nein, Bernie arbeitet heute länger. Wirklich? Danke, dass du es mir gesagt hast. Was ist? Ich habe heute noch Sex mit einem Schulmädchen. Oh, ich weiß schon, was wir jetzt machen. Das ist doch aber nicht dein Ernst. Wenn ich meine Zeit mit Unsinn vergeuden will, dann folge ich Leonard auf Instagram. Doch, komm jetzt. Heute Abend probieren wir neue Sachen aus. Oh, das sind aber viele Räucherstäbchen. Oder hat jemand ein Hippie in Brand gesetzt? Ja, ich hänge immer noch im Labor fest. Wirklich? Penny hat das gesagt? Okay, es ist wahr. Es tut mir leid. Wir sehen uns zu Hause. Ja, ja, Howie, ich zieh's an. Wir zwei hängen eigentlich nie zusammen ab. Wie kommt das eigentlich? Ich weiß, es ist schräg, was? Ja, das könnt ihr ruhig öfter tun. Oh nein, ich meine, genau das ist ja das Schräg. Oh, das ist Penny. Ist sie immer noch sauer? Nein, sieht nicht mehr so aus. Und sie ist mit Sheldon zu einer Hellseherin gegangen. Hellseherin? Er hält Hellseherei nicht nur für bloßen Humbug, sondern für mega oberfaulen Humbug. Weißt du, Penny kann ziemlich überzeugend sein. Sie hat mich Dinge machen lassen, die ich normalerweise nicht machen würde. Weil sie Sex mit dir hat? Da ist was dran. Darf ich dir etwas beichten? Ich bin hin und wieder eifersüchtig darauf, wie nahe sich Penny und Sheldon stehen. Wirklich? Ich meine das nicht im romantischen Sinne. Sie hat aber irgendwie einen ganz guten Draht zu ihm. Naja, sie kennen sich ja auch schon recht lange. Außerdem ist Penny mit Pferden aufgewachsen. Sie weiß, wie man auf sie zugeht, ohne dass sie scheu werden. Versteh mich nicht falsch. Ich freue mich, dass sie Freunde sind. Es wäre nur schön, wenn er bei mir auch so entspannt wäre. Es hat auch ewig lang gedauert, bis er in meiner Gegenwart entspannt war. Wirklich? Und was hast du getan? Irgendwas Schlimmes in einem früheren Leben, was weiß ich. Ich muss jetzt gehen. Penny hat mich verpetzt. Und dass du es weißt, sie schenkt dir eine Uhr zum Geburtstag von dem Geld, das sie dir aus der Brieftasche klaut. Ich möchte nicht unhöflich oder gar grob erscheinen, aber bevor wir anfangen, würde ich gerne noch sagen, dass es absolut keinen wissenschaftlichen Beweis gibt für irgendeine Art der Hellseherei. Ja, und das bedeutet, und ich wiederhole, ich beabsichtige keine Beleidigung, aber sie betrügen. Ihr Beruf ist reiner Schwindel und ihren Lebensunterhalt verdienen sie mit der Gutgläubigkeit ihrer dummen Mitmenschen. Wie gesagt, nichts für ungut. Okay, Sheldon, stell ihr deine Frage. So, das war die Frage. Wie lautet sie? Ach, um Gottes Willen. Also er ist Physiker und versucht herauszufinden, was er als nächstes erforschen soll. Zu deiner Information, ich habe sie nach dem nächsten Star Trek-Film gefragt. Das kann ich beantworten. Er wird mich langweilen. Also gut. Wie wollen wir gehen? Ihre spirituellen Führer sagen mir, dass es eine Frau in Ihrem Leben gibt, mit der Sie Probleme haben. Ja, das ist doch leicht zu erraten.
Ich bin offensichtlich eine enervierende Person und habe Probleme mit beiden Geschlechtern. Ja, das ist offensichtlich. Aber ich sehe eine bestimmte Frau, mit der Sie eine Art romantische Beziehung führen. Oh, das wird heiß. Hat sie dunkles Haar? Ja, deine spirituellen Führer sind gut drauf. Die überaus meisten Menschen haben dunkles Haar. Sogar du hattest mal welches. Arbeitet sie auf ähnlichem Gebiet wie Sie? Aha, genau im Gegenteil. Sie ist Neurobiologin, ich bin theoretischer Physiker. Meine spirituellen Führer können mich mal. Ich kann fühlen, dass Sie Schwierigkeiten haben, Nähe zu ihr aufzubauen. Oh, das ist wahr. Das kann er nicht. Was sollte er tun? Er soll sich auf die Beziehung einlassen, raten Sie ihm. Sobald er das macht, werden sich all seine anderen Probleme klären. Sheldon, hast du das gehört, Mann? Amy ist der Schlüssel zu deinem Glück. So ist es, in persönlicher und beruflicher Hinsicht. Alles wird sich von selbst klären, sobald sie sich zu ihr bekennen. Wissen Sie, was das ist? Ja, und ich verwende dieses Wort nur für die seltenen Gelegenheiten, die es wirklich verdienen. Das ist Bauernfängerei. Wow, da haben Sie wohl einen Nerv getroffen. Ich habe ihn noch nie dieses B-Wort benutzt. Und es geht los, das Haus der tausend Leichen. Nur, dass du es weißt, ich war 3 Jahre lang Kindermädchen. Wenn du Schiss kriegst, kann ich dir sofort die Windeln wechseln. Ehrlich gesagt, würde ich dir etwas gestehen müssen. Diese Art von Film ist echt nicht mein Ding und gestern habe ich ihn gesehen, damit ich weiß, worauf ich mich einlasse. Okay. Und ich will mal ganz ehrlich sein, ich fand, er war verstörend und bizarr. Ich frage mich, was das über jemanden aussagt, dem das gefällt. Das wüsste ich auch ganz gern. Und wieso siehst du dir sowas an? Kann ich dir was sagen, ohne dass du es mir gleich übel nimmst? Klar. Irgendwie tören die mich an. Und bläh. Hallo? Dich hatte ich heute nicht erwartet. Naja, weil ich dich neulich belogen habe, hatte ich ein schlechtes Gewissen. Ich würde das gern wieder gut machen. Und was meinst du, kannst du da tun? Wenn du nicht Gravity auf Blu-ray unter dem Rock hast, weiß ich nicht, worauf du hinaus willst. Gentlemen, der Star Wars Day nähert sich mit Riesenschritten. Wir müssen unsere Planungen abschließen. Was? Gibt's den wirklich? Ist das sowas wie Star Wars Weihnachten? Nein, jetzt mach dich nicht lächerlich. Das ist das Wookiee-Lebensfest. Und wann ist der? Also, dazu wurde der 4. Mai auserkoren. Und du musst es auf Englisch sagen. Also, May the 4th. Und weiter? May the Force be with you. Möge die Macht mit dir sein. Verstanden? Oh nein, ich guck nicht so, weil ich's nicht geschnallt hätte. Komm rein. Hey, hast du kurz Zeit? Ja, und das kommt mir auch gerade sehr gelegen, denn ich arbeite hier am Star Wars Day Ablaufplan. Also, ich habe ein Zeitfenster einkalkuliert nach der dunklen Bedrohung für Beschwerden, aber ich fürchte, dass wir mit einer Stunde überhaupt nicht hinkommen. Sheldon, ich habe leider eine schlimme Nachricht. Was ist denn? Ich habe gerade online gelesen, dass Arthur Jeffries heute verstorben ist. Professor Proton ist tot? Tut mir echt leid.
Was machst du denn da? Ich spende dir Trost. Ja. Du hast vermutlich das Herz am rechten Fleck, aber dein Kopf, die Brust und die Arme ganz gewiss nicht. Jedenfalls ist die Trauerfeier am Sonntag. Aber das ist der Star Wars Day. Ja, von allen traurigen Ereignissen an diesem Tag sollte das aber nicht das Traurigste sein. Kommst du klar? Er hat dir viel bedeutet. Mir geht's gut. Okay. Aber als sie das Design der Cornflakes-Schachtel geändert haben, hat er geflennt. Das hier ist interessant, liebe Mädchen und Jungs. Nachdem die Eule gefressen hat, speit sie die Teile des Fressens heraus, die sie nicht verdauen kann. In der Form, die ihr hier seht. Ist das nicht ein Euler? Ich bin gleich wieder bei euch, nachdem ich meine Autoren gefeuert habe. Ach, halt den Schnabel. Siehst du dir deinen alten Freund an? Ja, sieh doch nur mal, Amy. Es ist ein Jammer. Dahingerafft in der Blüte meiner Jahre. Willst du, dass ich mit zur Beerdigung gehe? Oh, aber ich gehe nicht zur Trauerfeier. Wieso nicht? Na, zwischen Menschen, die sich immer zu die Nase schneuzen? Ach, wie soll ich Kranke von Traurigen unterscheiden? Ich bleibe zu Hause und feiere den Star Wars Day wie geplant. Du willst dich wirklich nicht von ihm verabschieden? Amy, dem Unvermeidlichen nachzutrauern, ist die vollkommene Zeitverschwendung. Und das Ansehen von blöden Weltraumfilmen, die du schon 100-mal gesehen hast, etwa nicht? Hätten wir eine physische Beziehung, hättest du dir für heute den Sex verspielt. Hey, Leute! Hey, Penny! Happy Star Wars Day! Okay. Was möchtest du frühstücken? Admiral Akbar's Snackbar hat nämlich die Pforten geöffnet. Nein, danke. Lennart und ich gehen jetzt zur Beerdigung. Echt nicht? Auch nichts zu trinken? Wir haben R2T da. Aber auch einen schönen Kaffee, Olea. Ich habe aber auch noch eine zweite Sorte Tee da, nämlich den Chai T3PO. Oh, ich verstehe schon von C3PO. Was ist nur in mich gefahren? Hey, Sheldon, willst du auch was? Oh, nein, danke. Du bist ja so still. Hat dich was verärgert oder bist du nur am Rebooten? Es geht mir gut. Schätzchen, willst du wirklich nicht mit zur Beerdigung gehen? Oh, ich weiß das Angebot zu würdigen, aber Arthur ist tot und daran kann ich nichts mehr ändern. Als Darth Vader kurzerhand Obi-Wan niederstreckte, hat Luke da geheult wie ein Baby und ist zu seiner Beerdigung? Nein, er hat den Todesstern zerstört. Wieso weiß ich das? Arthur Jeffreys war Wissenschaftler. Ich bin mir sicher, er scherte sich nicht um lächerliche Aberglauben wie Beerdigungen. Ja, wenn er hier wäre, würde er uns jetzt sagen, genießt den Star Wars Day. Er war 84 und würde fragen, wo ist mein Pudding? Bevor ihr geht, hatte ich eine Empfehlung, nämlich ein paar Angriffe der Scones für unterwegs. Oh, wie Angriff der Klonkrieg. Jetzt gehen wir aber auf der Stelle. Arthurs Ableben hat Sheldon schwerer getroffen, als er zugeben würde. Ich hoffe, das tröstet ihn ein bisschen. Ich auch. Obwohl es vielleicht etwas unpassend ist, dass es eine Todessterntorte ist. Nein, denn sie vereint zwei von Sheldons liebsten Dingen. Schokochips und die Möglichkeit, einen Planeten per Knopfdruck zu zerstören. Auf jeden Fall wird's für die Jungs eine nette Überraschung. Howie denkt ja, ich würde seine Interessen nicht ernst nehmen und ich hoffe, das stellt ihn für ein Weilchen ruhig. Okay, jetzt holen wir den Fondant und vollenden den Todesstern. Das ist ziemlich cool. Kugelförmige Torten sieht man nicht sehr oft. Ich frage mich, woran das liegt. Ich muss dir etwas beichten. Ich bin noch nie bei einer Beisetzung gewesen. Echt nicht? Ich kenne einfach keinen, der tot ist. Ich hatte zwar mal ein Schwein als Haustier, aber als das starb, gab es statt einer Beisetzung eine Grillparty. Ja, aber wir werden Arthur heute nicht essen. Ich habe ihn zwar nicht gut gekannt, aber ich habe ihn gern gehabt. Komisch, dass er einfach weg ist. Ich weiß. Irgendwie könnte ich jetzt weinen. Oh, das ist in Ordnung. Nur zu. Ich
Ich kann das nicht, wenn du mich so anstarrst. Entschuldige. Nein, ich bin ausgedörrt. Du musst doch immer flennen. Fang an, ich steig ein. Ich bin aber kein Jammerlappen. Ach, Toy Story 3. Im Feuerraum hatten sich die Spielsachen an den Händen gehalten. Also, der gute Arthur hatte ein erfülltes Leben. Mhm. Ja, er hat sehr viele Menschen inspiriert. Gut, er war für mich in der Kindheit ein Held, aber dass ich tatsächlich einmal Seite an Seite mit ihm arbeiten durfte, bevor er von uns ging, war ein Geschenk. Es war ein Geschenk. Danke, dass du der emotionale Teil unserer Beziehung bist. Zähl ruhig auf mich. Ja. Okay, und es geht los. Episode 1, die dunkle Bedrohung. Oh je, bringen wir es hinter uns. Für uns alle ist Episode 1 nicht der Favorit. Überspringen wir sie doch einfach mal. Ja, Howard, ich finde, gerade du solltest dich vor der Denkweise hüten, dass wir sofort irgendetwas, das nicht unser Favorit ist, von uns stoßen. Wisst ihr, es gibt eine Lösung für die richtige Reihenfolge, die Machete-Ordnung. Man sieht zuerst Episoden 4 und 5, dann überspringt man Episode 1, sieht sich 2 und 3 als Rückblende an und zum Ende Episode 6. Okay, das erspart das Jar Jar-Gequatsche, die Handelszölle-Diskussion, die blöden Senatsanhörungen, die wie Parlaments-TV sind, nur mit Monstern. Den Teil mit den Handelszöllen überspringen? Ja, wie würde Palpatine dann Kanzler Valorum aus dessen Amt jagen? Wie würde er selbst gewählt werden? Wie? Können wir mal einen Feiertag ohne deine Absurditäten verbringen? Das war doch nur ein Vorschlag. Weißt du, was auch nur ein Vorschlag gewesen ist? Wie wär's, wenn wir die Cornflakes-Schachtel umgestalten? Und weißt du, wer den Schaden hatte? Alle, die sich ein ordentliches Frühstück wünschen. Wow. Also diese Sache mit Professor Proton geht ihm wohl doch recht nah. Sollen wir ihm Trost spenden? Oder sollten wir lieber seine Privatsphäre respektieren und ihm den Moment der Trauer lassen? Indem wir uns hier für ihn die Filme ansehen? Dafür sind gute Freunde da! Wenigstens konnten wir jetzt ohne Sheldon mit Episode 4 anfangen. Mhm, genau. Ich fühle mich schlecht wegen ihm. Ich mich auch. Sehen wir doch mal, wie es ihm geht. Ja. Aber erst nach der Kneipenszene. Aber klar. Hier ist Arthur, wie er sich über einen Witz von mir schlapplacht. Ich werde dieses Lachen nie wieder hören. Du hast es damals auch nicht gehört. Arthur, ich dachte, Sie wären tot. Das bin ich. Also, es ist fantastisch. Ich meine, das ist jetzt schon der längste Zeitraum, den ich hatte, ohne dass ich immerzu aufs Klo rennen muss. Und das seit Jahren. Wieso sind Sie hier? Ich weiß es nicht. Ich hab gehofft, ich würde meine Ex-Frau heimsuchen. Ich weiß wieso. Sie kommen zu mir, weil Sie mein Obi-Wan sind. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Ist das ein Internet? Wow, Sie sind tot, also lasse ich das mal durchgehen. Obi-Wan Kenobi ist eine Figur aus Star Wars. Nach seinem physischen Ableben kommt er zu Luke Skywalker als dessen Mentor, als spirituelles Lichtwesen. Na, das erklärt es mir. Sie sind bestimmt hier, um mir Ratschläge zu erteilen. Also das ist eigenartig. Die meisten meiner Roben haben nämlich die Öffnung hinten am Rücken. Das ist Ihre Jedi-Robe. Oh je, was ist denn das? Oh, bitte vorsichtig damit. Oh. Oh.
Oh, sehr nett. Ich brauche jetzt etwas Verbandszeug. Und? Wie war deine erste Beisetzung? Ach, ich will nicht fies sein, aber es war ein Abtöner. Ja, verstehe. Wenn ich sterbe, kannst du eine Hüpfburg mieten. Denkst du ans Sterben? Nein, eher daran, was ich vielleicht mal bereuen werde. Und was wäre das? Naja, dass ich nicht so oft verreist bin, nicht mehr riskiert habe, keine andere Sprache gelernt habe. Du kannst Klingonisch. Das ist wahr. Nein, das wäre ein Grund zur Reue. Gerade fällt mir noch was ein. Was denn? Ich bereue, dass ich nicht Ja gesagt habe zu deinem Heiratsantrag. Tja, es war nicht der richtige Moment. Ja. Und jetzt ist auch nicht der richtige Moment. Mach bloß keinen Antrag. Was? Denn das da ist dein Heirate-mich-Gesicht. Das hatte ich überhaupt nicht vor. Es steht sowieso 2-1. Was steht 2-1? Zweimal von mir, einmal von dir. 2-1. Oh Mann, das ist doch kein Wettstreit. Ich verstehe nicht, wieso du dich darüber aufregst. Ich bin doch im Rückstand. Okay. Na gut, wird's dir besser gehen, wenn ich dich jetzt frage und du Nein sagen kannst? Ja, ich denke schon. Okay, Leonard, willst du mich heiraten? Nein, wage es nicht. Du wirst mich sofort zurückweisen, damit wir quitt sind. Das ist eine bedeutende Entscheidung und ich will's hinterher nicht bereuen. Hast du dir als Kind Professor Proton angesehen? Nein, mein Dad hat den Fernseher bedient. Wenn also etwas ohne Texas Ranger oder Jake und McCabe lief, konnten wir es nicht sehen. Ich habe ihn auch nie gesehen, aber offenbar hat er Sheldons Interesse an der Wissenschaft geweckt. Bei mir nicht. Ich dachte, sie könnte helfen, weil ich immer die Kleinste in der Schule war. Und wenn ich Wissenschaftlerin werde, dann finde ich eine Formel, die mich größer macht. Ist ja süß. Ja, eine Zeit lang dachte ich, es funktioniert. Aber dann merkte ich, dass mein Bruder die Bleistiftmarkierungen am Türrahmen verändert hat. Wie war es bei dir? Ah, ich schätze, das muss passiert sein, als ich im Nette Mädchenclub war. Nette Mädchen? Meine Mom meinte, das wäre besser für mich als die Pfadfinderin. Sie wollte nämlich nicht, dass ich an Straßenecken Kekse verkaufe wie eine Nutte. Wie führte dich das zur Wissenschaft? Ach, ich holte mir aus der Bibliothek ein Biobuch, um zu sehen, was Nutten eigentlich tun. Also einerseits, wenn ich Ja sage... Das ist längst nicht mehr witzig. Sag einfach nein, dann haben wir es hinter uns. Willst du mich heiraten oder nicht? Oh, interessant. War das soeben ein zweiter Antrag? Nein. Nein, denn ich habe die Worte "Willst du mich heiraten?" gehört und das war nun mal ein zweiter Antrag. Da will wohl jemand den Rest seines Lebens den Leuten beibringen, wie man Hofstetter schreibt. Weißt du was? Mach doch, was du willst. Hey, Penny, jetzt schnapp doch nicht ein. Also, ich liebe dich, aber nein, heiraten werde ich dich nicht. Ich danke dir. Ja, aber kommen wir mal zum zweiten Antrag. Einerseits... Wo sind wir? Das ist das Sumpfland von Dagobah. Ja, genau hier erhielt Luke seine Ausbildung zum Jedi-Ritter. Oh, na sowas. Ich dachte, es wäre Florida. Als Obi-Wan hier vor Luke erschien, an diesem besonderen Platz, da gab er ihm allerlei hilfreiche Ratschläge. Also, was haben Sie für mich? Sieh zu, dass du einen Ehevertrag machst. Das ist alles? Ich dachte, es gäbe einen wichtigeren Grund, wieso Sie hier sind. Und wieso denkst du, dass ich hier bin? Ich nehme an, es hätte etwas mit Ihrem kürzlich erfolgten Ableben zu tun. Ist es das erste Mal, dass du jemanden verlierst, der dir nahesteht? Oh nein. Nein, ich hatte schon den Verlust von 11 Dr. Who's zu beklagen.
Ja, ich habe auch ein paar von meinen Ärzten überlebt. Oh, und dann ist mein Opa gestorben, als ich 5 war. Ja, und als mein Vater starb, war ich 14. Das tut mir sehr leid. Und jetzt sind auch Sie tot. Alle Männer, zu denen ich aufgesehen habe, sind nun fort. Weißt du, es ist in Ordnung, wenn du sie betrauerst. Nur vergiss bitte nicht, dass du auch diejenigen anerkennst, also die hier unten für dich da sind. Aber das mache ich doch immer. Tja, und was mache ich dann hier in diesem Sumpf? Verkleidet als Bruder Tuck? Du musst sie anerkennen, Sheldon. Hey, mein Freund. War kein leichter Tag. Wie geht's dir? Ich komm klar. Wie war die Trauerfeier? Es war ganz nett. Ja, eine Menge Menschen waren da. Sie haben tolle Geschichten über ihn erzählt. Hast du gewusst, dass Arthurs Sohn an der Highschool... Hey, die Jungs fangen gleich mit Jedi an. Willst du auch? Ja, klar. Nachdem wir uns vorher die Episoden 1 bis 5 angesehen haben. Sheldon, das wird uns die ganze Nacht kosten. Du hast recht. Gut, dass ich ein Schläfchen gemacht habe. Mann, diese lächerlichen Slapstick-Einlagen von Jar Jar sind kaum zu ertragen. Wenigstens ist er in der nächsten Episode nicht so präsent. Ja, der ist echt ziemlich bescheuert. Hey, wir dürfen das sagen, du nicht. Hey, Leute. Happy Star Wars Day! Oh. Wow. Ein Todessternkuchen! Wir haben gehofft, er würde dich aufmuntern. Und obwohl wir die vielen Filme verpasst haben, hatten wir auch Spaß dabei. Ihr habt nichts verpasst, wir fangen gerade von vorne. So eine verdammte Scheiße. Sie sind wieder da. Ja, offensichtlich komme ich wann immer du mich brauchst. Das ist schön. Für dich vielleicht. Und wieso brauche ich sie jetzt? Also, soweit ich das erkenne, da bist du eingeschlafen, während du Star Wars siehst. Und jetzt träumst du, dass du dir Star Wars ansiehst. Und? Ich meine, hast du denn kein Problem damit? Also mit der Art, wie du deine begrenzte Zeit auf Erden verbringst? Nein, gar nicht. Okay, dann noch viel Glück. Meine Stimmung hebst. Versuch's doch auch mal mit dem Karton. Beeil dich doch. Ich brauche kein Laufband. Der Arzt hat gesagt, dass dir ausreichende Bewegung fehlt. Ich habe genug Bewegung. Mir meinen Lebenswillen zu nehmen, ist keine Bewegung. Wenn sie es gar nicht benutzen will, wieso machen wir es dann? Sie wird es benutzen. Ich werde dafür nur eine Angelrute brauchen und einen honiggebackenen Schinken. Na gut. Was jetzt? Wir stellen es in Howards altem Zimmer auf. Weißt du, wie man es aufbaut? Ich bin ein am MIT ausgebildeter Ingenieur. Ich werde das wohl schaffen. Es rutscht runter! Ich hab dir doch gesagt, das Ding wird mich doch umbringen!
Und jetzt muss sie liegen, für mindestens 6 Wochen. Oh, die arme Mrs. Wolowitz. Können wir irgendwas für sie tun? Ich weiß was. Wir sehen uns den neuen Spider-Man-Film an. Sheldon, es geht um Howards Mutter. Sie ist verletzt worden. Ich habe gedacht, das Thema wäre abgeschlossen. Deswegen habe ich es gewechselt. Das nennt sich Deuten der Stimmung. Hi. Hey, wie war dein Drehtag? Oh, ziemlich gut irgendwie. Der Film ist nicht so schlecht, wie du dachtest. Oh doch, das ist er. Aber anstatt, dass ich mich nur darüber beklage, gehe ich jeden Tag hin und gebe mein Bestes. Das finde ich gut. Danke. Ich sehe auch keinen Grund, warum ich nicht die beste bisexuelle Gogo-Tänzerin, die sich in einen Killer-Gorilla verwandelt, sein soll, die man je gesehen hat. Ich weiß ja nicht, die bisexuelle Gorilla-Gogo-Tänzerin in Schindlers Liste ist schwer zu toppen. Sehr gut. Weil eine Gorilla-Gogo-Tänzerin mit beliebiger sexueller Präferenz in einem Holocaust-Film unangebracht wäre. Es wird noch witziger, wenn du es erklärst, Chow. Ich weiß. Okay, die nächste Zeit verbringt sie im Gästezimmer. Meinst du, so ein Apparat, damit sie die Treppe hochkommt, wäre nützlich? Du meinst ein Gabelstapler? Howie. Oh, bitte entschuldige, ich weiß nicht, ob ich das durchstehe. Die Pflege deiner kranken Mutter? Wie kannst du das sagen? Bernie, du weißt, sie wird 6 bis 8 Wochen lang nicht laufen können. Wärst du bereit, sie zu füttern, zu waschen und sie zur Toilette zu führen? Also, ich würde das für meine Mutter tun. Ja, natürlich würdest du das. Du bist ein liebevoller Mensch. Ich hingegen bin das, was man ein Armleuchter nennt. Also, ich bin ja auch nicht begeistert davon, aber bleibt uns eine Wahl? Wir holen eine Pflegekraft. Am besten eine aus der dritten Welt, die an Leiden und unangenehme Gerüche gewöhnt ist. Du würdest eine völlig Fremde, die Frau pflegen lassen, die dich großgezogen hat? Das ist grausam. Nicht, wenn wir sie dafür gut bezahlen und wir sie die Musik ihres Heimatlandes hören lassen. Ich muss mal pinkeln! Das ist der Job für einen liebevollen Menschen. Magst du etwas polnische Musik hören, während du sie zur Toilette trägst? Du bist ein Armleuchter. Was zu beweisen war. Danke, dass du mitgekommen bist. Danke fürs Einladen, nachdem alle anderen Nein sagten. Nimmst du keine 3D-Brille? Ich habe hier meine eigene. Ich will nicht das Risiko eingehen, Nasenrückenherpes zu bekommen. Gibt es den wirklich? Tja, solange nicht das Nasenkondom erfunden ist, lasse ich mich nicht darauf ein. Emily, hey! Oh, hey, Raj! Oh, das ist mein Freund Sheldon. Sheldon, das ist Emily. Ja. Oh ja, du bist die Dermatologin. Ich bin gestern dummerweise ohne Sonnenschutz spazieren gegangen. Siehst du irgendwas auf meiner Stirn, weswegen ich mir Sorgen machen muss? Weißt du was? Ich gehe lieber rein. Mein Film fängt gleich an. Bist du allein hier? Nein, eigentlich nicht. Was meinst du damit? Hey, wollen wir reingehen? Ja, war schön, dich zu sehen. Ich rufe dich nachher an. Ja, okay. Das war unangenehm, oder? Aha. Ist es, weil ihr liiert seid, sie aber mit einem anderen hier ist? Ja. Ach, gut, ich dachte schon, sie hätte was auf meiner Stirn entdeckt. Und Action! Bitte schließ mich nicht aus. Geh weg. Geh bitte einfach weg. Ich schwöre, ich finde einen Weg, dich zurückzuverwandeln. Woher hattest du das Recht, meine DNA zu vermischen mit der eines Killer-Gorillas? Ich habe versucht, dir das Leben zu retten. Leben? Welches Leben? Sieh mich an, ich bin ein Monster! Jetzt habe ich auch noch Blut an meinen Händen. Oder Pfoten, ach, was weiß ich. Du darfst nicht aufgeben. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Aber noch mehr liebe ich das Töten. Und eines Tages versuche ich vielleicht auch dich zu töten. Und cut. Okay, dann Umbau für die nächste Szene. Ach, warte, könnten wir das nicht vielleicht nochmal wiederholen? Ich krieg das noch besser hin. Wir werden weitermachen. Und wen interessiert's? Also, mich interessiert's. Wenn wir das schon machen, dann wenigstens so, dass wir stolz drauf sein können. Hör mal, Schätzchen, dieser Film ist der letzte Müll. Aber sei mal lieber froh darüber, denn wenn's ein guter Film wäre, würdest du nicht mitspielen. Wow, wow, nicht so schnell. Sie müssen nicht gleich ausfallend werden. Und wer sind Sie?
Ich bin ihr Freund. Ist sie nicht zu heiß für Sie? Ein bisschen, ja. Tja, lieber Freund, verschwinde von meinem Set. Das geht nicht, er gehört zu mir. Dann kannst du auch von meinem Set verschwinden, du bist gefeuert. Was? Du kannst mich nicht feuern, ich bin der Star. Ich bin die Kleine, die sich zum Affen macht, so steht's auf den Plakaten. Ja, aber das war gerade die letzte Szene, in der man dein Gesicht sieht. Von jetzt an ist der Star des Films, wer auch immer das hier trägt. Hey, wenn du sie feuerst, dann musst du auch mich feuern. Wow, unglaublich, wie schnell sowas heute geht. Danke für den Kinoverzicht. Ich hätte da nicht 2 Stunden lang an diesen Kerl und Emily denken können. Ach, ist schon in Ordnung. Die Angst vor einem Stirnmelanom hat mich gelehrt, mich nicht wegen Kleinigkeiten aufzuregen. Ach, es tut mir leid. Ich habe nicht alle Zutaten, um dir einen Chai-Tee zu kochen. Du brauchst mir nichts zu machen. Doch, natürlich. Du bist wegen Emily aufgebracht und du bist Inder, deswegen brauchst du einen Chai-Tee. Also, ich habe eigentlich alle Zutaten hier, bis auf Kardamom-Kapseln. Hast du zufällig welche bei dir? Die stecken noch zu Hause in meinem Turban. Tja. Oh, dann mache ich dir English Breakfast. Die haben eure Kultur zerstört, das passt schon. Ach, ich bin neugierig. Wieso hat es dich so verstört, Emily mit einem anderen Mann zu sehen? Wärst du begeistert, Amy mit einem anderen zu sehen? Das kann nicht passieren. Wir haben eine wasserdichte Beziehungsrahmenvereinbarung und die untersagt dir physischen Kontakt mit irgendjemandem außer mir. Aber du hast doch auch keinen Sex mit ihr. Clever, was? Um ehrlich zu sein, Emily und ich kennen uns noch nicht so lange. Wir haben eine solche Beschränkung nicht ausgemacht. Hattet ihr auch Koitus? Nein. Gut, dann bleib standhaft. Sie wird mächtig Druck machen. Ich hab schon wieder Hunger! Wie die fetteste Kuckucksuhr der Welt. Du redest doch dauernd davon, dass du mal ein Baby haben willst. Dann hast du eigentlich dasselbe wie jetzt auch. Nein, so ist das nicht. Aber ja, dauernd jammern sie, wollen gefüttert werden, müssen kacken, rülpsen und sabbern. Wir warten sogar auf den Tag, wenn sie allein aufstehen und laufen kann. Ich glaube, du hast recht. Alles, was sie auf dem Boden findet, steckt sie sich in den Mund. Aber eins sage ich dir gleich, wenn wir Kinder haben, werde ich die Arbeit nicht allein machen. Hey, ich bin ein sehr zuverlässiger Mensch. Ich werde mich fürsorglich und rührend um das Baby kümmern. Ich habe immer noch Hunger. Ich komme ja, du großes Baby! Weißt du, das Einzige, was schlimmer ist, als einen Film zu machen, in dem du Affenhaare am Arsch hast, ist gefeuert zu werden aus einem Film, in dem du Affenhaare am Arsch hast. Vergiss es, Penny, der war doch Mist. Such dir einfach was Neues. Ja, du hast leichte Reden. Du warst ja auch mal berühmt. Hey, ich habe gerade wegen dir einen Job verloren. Du hast recht, entschuldige, du bist berühmt. Und es geht auch nicht ums Berühmtsein. Es geht um die Kunst. Es geht um die Leidenschaft für unser Handwerk. Ich habe ein Casting für Sharknado 2. Wenn ich die Rolle bekomme, revanchiere ich mich auch für das Bier. Ach, was fange ich nur mit meinem Leben an? Hast du wegen der Schauspielerei Zweifel? Du warst am Set und hast gesehen, was war. Ja, aber es ist nicht alles so schlimm gewesen. Ach, findest du? Zum Beispiel deine Aufführung von Anne Frank in diesem kleinen Theater. Das hat über einer Bowlingbahn gelegen. Ja, aber sie hatten ausreichend Parkplätze. War's das? Und du warst echt gut in dieser Fernsehwerbung. Die war für Hämorrhoidensalbe. Allein vom Zusehen habe ich juckende Schwellung gekriegt. Lennart, das finde ich jetzt echt nicht aufmunternd. Ich bitte dich, warum bist du traurig? Du hast immerhin 1,68 Meter hiervon. Oh, du denkst, du bist 1,68 Meter? Das ist witzig. Ich verstehe das nicht. Ich bin ein netter Kerl, ich habe einen tollen Job, ich bin gebildet, komme aus einer guten Familie. Warum wollen Frauen nicht bei mir bleiben? Interessante Frage. Also, gute Nacht. Schick mich nicht nach Hause. Ich mag jetzt nicht allein sein. Das ist dein Problem. Du kannst nicht allein sein. Wie meinst du das?
Mit wie vielen Frauen hast du Dates gehabt? 11. Von wie vielen dieser Frauen hast du gedacht, sie wären die ideale Partnerin für dich? Von 11. Oh, warte, zählt doch das 100 Kilo schwere Sailor Moon Girl, mit der Howard und ich einen Dreier hatten? Natürlich. Ich bleib bei 11, sie stand mehr auf Howard. Und erkennst du nun dein Problem? Wär möglich. Ich weiß nicht. Ich gehe jetzt. Es ist schon spät. Ich verstehe schon, was du sagen willst. Anstatt mich verzweifelt an jede Frau zu klammern, die mit mir ausgeht, soll ich die Angst vor dem Alleinsein verlieren. Ich wollte eigentlich chemische Kastration vorschlagen, aber... Ich muss ins Bett gehen, also was immer dich herausbringt, gute Nacht. Howie, ich bin wieder da. Psst, sie ist gerade erst eingeschlafen. Entschuldige. Wieso hat das so lange gedauert? Der Laden ist nur ein paar Blocks weiter. Sie hatten nur den normalen Joghurt und erst 3 Läden weiter hatten sie den extra fetten, den deine Mama mag. Und wieso rieche ich dann Kaffee in deinem Atem? Und wenn schon, nach 2 Tagen intensiver Pflege habe ich mir unterwegs einen schnellen Mokka gegönnt. Oh, ein Mokka? Muss ja wirklich schön sein, das Leben als Königin. Königin? Ich schufte hier wie ein Ackergaul. Wessen Schuld ist das? Ich wollte eine Pflegekraft, aber du tust, ich bin nett und ich sorge für meine Mitmenschen. Ich bin froh, dass ich den Mokka hatte. Und weißt du, was mich noch froh macht? Ich habe dir einen Brownie gekauft und unterwegs aufgegessen. Schönen Dank auch. Jetzt darf ich ihr wieder den Bauch massieren. Hey. Danke, dass ich kommen durfte. Natürlich, bitte komm rein. Ich wollte nur sagen, dass es mir wegen heute Abend leid tut und hoffe, dass zwischen uns alles okay ist. Also zwischen uns zwei bestehen keinerlei Verpflichtungen. Aber ich glaube, dass ich dir das erklären muss. Travis hat nämlich mein letztes Tattoo gemacht und wollte mich mal einladen. Ich habe ja gesagt, damit endlich Schluss ist. Ist schon gut. Wirklich? Tja, ich meine gut, es hat mich verrückt gemacht, aber das ist mein und nicht dein Problem. Wow. Wenn ich dich mit einer anderen sehen würde, wäre ich ziemlich sauer. Vielen Dank. Ich meine dafür, dass du glaubst, mir würde sowas passieren. Nur, dass du es weißt. Ich habe sonst keinen anderen. Naja, ich auch nicht. Okay. Okay. Bitte. Also, du hast Tattoos? Ja. Ich nicht. Ich habe ein Loch in meinem Nabel, das war vielleicht oder auch nicht ein Piercing. Das ist cool. Es ist ein Piercing. Und wie viele Tattoos? Eins auf meiner Schulter, eins nicht auf meiner Schulter und eins wirklich nicht auf meiner Schulter. Es ist ziemlich lange her, dass ich von einer Frau wirklich nicht die Schulter gesehen habe. Na gut. Wie wär's, wenn du mir dein Piercing zeigst und ich dir meine Tattoos? Aber bevor ich mein Hemd ausziehe, brauche ich noch 10 Minuten für ein paar Sit-Ups. Oh mein Gott, was für ein Tag. Kann ich dir was holen? Oh, nein. Ich muss anfangen, mal kluge Entscheidungen zu treffen. Für deine Karriere? Für mein Leben. Und welche? Ich weiß nicht. Wir könnten heiraten. Jetzt bleib mal ernst. Bin ich. Wieso? Heißt das, ich bin eine kluge Entscheidung? Na klar. Dann bin ich also ein Vollkornmuffin? Aber nein, das habe ich nicht gesagt. Doch, das hast du sagen wollen. Ich bin das langweilige Ding, für das du dich entscheidest, weil ich gut für dich bin. Das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass ich mich für dich entscheide. Es spielt eine große Rolle. Ich will kein Vollkornmuffin sein. Ich wäre lieber eine Zimtschnecke oder sowas. Eine Buttercremetorte.
Etwas, worauf du total abfährst, auch wenn du davon Diabetes kriegst. Schätzchen, du kannst jedes Gebäck sein, das du sein willst. Nein, 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 das war's. Jetzt ist es zu spät. Ich bin dein Vollkornmuffin und vermutlich fettfrei und gut für deine Verdauung. Ach, vergiss es. Wieso habe ich es nur angesprochen? Du weißt, dass ich dich gern heiraten würde, aber du sagst das nur, weil du gefeuert wurdest und dir gerade selbst leid tust. Okay, es mag zwar danach aussehen, aber dass man mich gefeuert hat, ist das Beste, was mir passieren konnte. Denn ich habe erkannt, dass ich weder berühmt sein muss, noch eine tolle Karriere für mein Glück brauche. Und was brauchst du dann? Dich, du dumme Buttercremetorte! Oh, dann schätze ich mal, es ist okay. Wirklich? Du schätzt, es ist okay? Nein, nicht ich schätze mal, es ist okay, sondern es ist okay. Okay. Cool. War das jetzt alles? Sind wir verlobt? Ich denke schon. Na gut. Was ist los? Ich bin mir nicht sicher. Es fühlt sich irgendwie unspektakulär an. Ja, irgendwie schon, hä? Hm. Oh, ich weiß was. Das hilft vielleicht. Wo hast du den Ring her? Ich hab den schon seit ein paar Jahren, nicht so wichtig. Penny, willst du meine Frau werden? Oh, oh mein Gott, ja! Das wäre bestimmt viel romantischer, wenn du keine Affenhaare auf den Fingern hättest. Wie geht's dir? Die letzte Nacht war ziemlich hart, aber wir werden das schon überstehen. Ich bin stolz auf uns. Ich auch. Wo bleiben meine Pancakes? Ich komme, Mrs. Wallowitz. Du hattest recht. Willkommen im Armleuchter-Team. Geht's deiner Mom eigentlich? Ganz gut, wir haben aber schon wieder eine Pflegekraft verloren. Wie viele sind schon weg? Zwei, und ich weiß, was du denkst. Sie frisst sie auf. Sie ist so unmöglich, dass die sofort kündigen. Und wer passt jetzt auf sie auf? Eine Großpackung M&Ms mit Schlaftabletten dazwischen. Was geht, Leute? Hallo! Okay, da mittlerweile alle da sind, Penny und ich haben super Neuigkeiten. Wir sind verlobt! Oh, du meine Güte, ich gratuliere euch! Das ist ja toll! Oh, danke! Und ich dachte, dass ich Sex mit Emily habe, wäre die super Nachricht. Hey, hey! Was soll das? Ihr beide macht euch dauernd Anträge. Das hier passiert sonst nie. Ja, also so gesehen hat sie recht. Ja! Mann, habe ich heute einen Hunger. Ich frage mich, wieso. Weil du neulich Sex hattest. Weißt du was? Das mag es sein. Übrigens, es ist nicht wie das Fahrradfahren. Ich bin ein paar Mal runtergefallen. Hey, Kumpel. Hallo. Ist alles klar? Ich wurde gerade zu Präsident Siebert zitiert. Die Uni erlaubt mir nicht den Wechsel meines Forschungsgebietes zur inflationären Kosmologie. Sie wollen meine Weiterarbeit an der Stringtheorie. Wieso? Er sagt, dafür sei ich eingestellt worden und dafür würden die Fördermittel bereitgestellt. Und dass wir alle Dinge machen müssen, die wir nicht machen wollen. Dann gab er mir ein Beispiel dafür, was er nicht tun will, aber tun muss, nämlich in mein dummes Gesicht zu blicken. Ganz schön unhöflich, so etwas zu sagen, laut zu sagen.
Das ist ein Skandal. Ja, ehrlich, ich bin versucht, die Uni zu verlassen. Wenn es dir wirklich ernst damit ist, soll es da ein paar interessante Möglichkeiten in der Hauspflege für Alte und Fettleibige geben. Egal, was du vorhast, triff nur keine voreilige Entscheidung. Ich weiß ja nicht. Ich bin genervt davon. Wenn ich so drauf bin, habe ich Sex mit einer Frau. Aber so bin ich eben. Ach bitte, geben Sie ihr eine Chance. Nein, das Leben ist dafür zu kurz. Ich weiß, Sie sind erst anderthalb Tage hier, aber eigentlich gehören Sie schon zur Familie. Ich glaube nicht, dass der Pflegedienst noch jemanden herschickt. Ja, vielleicht ist es Zeit, dass wir Ma wieder ins offene Meer entlassen. Das hilft uns nicht weiter. Tja, dann müssen wir uns vielleicht an den Gedanken gewöhnen, dass wir für die nächsten paar Wochen hier wohnen werden. Aber wir haben unsere Jobs. Wir können nicht rund um die Uhr für sie sorgen. Und wenn wir unseren Urlaub dafür nehmen? Da wollte ich nach Hawaii und nicht in die Hölle. Ich weiß nicht, was wir sonst machen sollen. Howie, ich liebe dich. Und für mich als deine Frau ist deine Mutter ebenso sehr mein Problem wie deins. Deswegen will ich die Scheidung. Aber ja. Hallo, Leonard. Hi, Mom. Ich habe eine aufregende Neuigkeit. Ich bin ganz Ohr. Bevor ich es dir sage, versprichst du mir, dich für mich zu freuen und etwaige Bedenken für dich zu behalten? Nein. Und damit du auf das peinliche Gestammel verzichten kannst, Sheldon hat mir schon erzählt, dass Penny und du verlobt sind. Ich kann's nicht leiden, dass du mehr mit ihm redest als mit mir. Willst du, dass wir zwei uns öfter sprechen? Nein, ich glaube, es ist gut so. Jedenfalls, ich habe zwar so meine Bedenken bezüglich Penny. Aber Sheldon spricht sehr achtungsvoll von ihr. Und wenn sie gut genug für ihn ist, ist sie auch gut genug für mich. Ich bin dein Sohn. Was wäre denn damit, dass sie gut genug für mich ist? Klar. Danke, Mom. Leonard, würdest du dich denn besser fühlen, wenn du hörst, dass deine Mutter deine Lebensentscheidungen gutheißt? Ja, das würde ich. Ja, tja, daran solltest du arbeiten. Ja, Mom, es ist derselbe Loser, mit dem ich seit 2 Jahren zusammen bin. Ja, der Wissenschaftler. Ach, das ist kompliziert. Er arbeitet mit Lasern und atomischen Magneten. Nein, das hatte ich nicht kommen sehen. Nein, wir haben noch kein Datum. Nein, ich bin nicht schwanger. Ja, das ist was Neues in unserer Familie. Gut, sagt Dad, ich hab ihn lieb, klar? Bis dann. Atomische Magnete? Klappe. Entschuldigt, aber der Laubbläser ist hin und ich hatte meine Schwiegermutter per Hand abzutrocknen. Ein Schluck Wein? Gern. Kleine Warnung, bevor du dich ans Heiraten machst. Du heiratest nicht nur den Mann, sondern auch seine Familie. Ich denke, Lennarts Mom kommt klar mit mir. Darauf kommt es gar nicht an. Die Frage ist, kann sie ohne deine Hilfe aufs Klo gehen? Schütt mich zu, los! Und wisst ihr schon, wie ihr in Zukunft wohnen wollt? Naja, wir haben noch nicht darüber geredet, aber irgendwann ziehe ich sicher zu ihm. Oder er zieht bei mir ein. Und da du keine Arbeit hast, wäre das finanziell vernünftig. Du arbeitest nicht. Wie wär's mit einem Job in der Krankenpflege? Nein, keine Chance. Bitte, ich bin verzweifelt. Nein. Ich bezahl dir, was du willst. Okay, dann ja. Nein, behalte dein Geld. Da hätte ich mich auf einem Bullen ja viel länger. Woran arbeitest du? Ich schreibe einen Einspruch an den Senat der Fakultät, um von der Stringtheorie wegzukommen. Wie geht's voran? Hör's dir mal an. Sehr geehrte, geschätzte Kollegen, wie Sie vielleicht wissen, möchte ich mein Forschungsgebiet wechseln. Meine diesbezügliche Entscheidung liegt, so glaube ich, im Interesse der Wissenschaft. Gern würde ich Ihnen das zu einem baldigen Zeitpunkt erklären, in Ihnen verständlichen Worten. Nett, dass du sie als geschätzt bezeichnest. Du hast recht, das nehme ich raus.
Hey, da wäre eine Sache, die ich gerne mal mit dir erörtern würde. Da Penny und ich jetzt verlobt sind, wäre es angebracht, über unsere Wohnsituation zu sprechen. Natürlich. Da sie bereits oft hier genächtigt hat, fragst du dich, wie du bis zu eurer Hochzeit den Mythos ihrer Jungfräulichkeit aufrechterhältst. Aber nein. Gut, dieser Dampfer ist längst abgefahren und reißt bei seinem Untergang zahllose Männer mit in die eisigen Fluten. Eigentlich geht es nur darum, wo sie und ich wohnen werden. Wie meinst du das? Naja, wir wollen vielleicht zusammenziehen. Oh, ja. Also darüber habe ich mir schon Gedanken gemacht und ich stimme zu, dass Penny bei uns wohnen darf. Für einen Tag in der Woche zunächst als Probezeit. Nur natürlich nicht gerade dann, wenn sie wegen der Abstoßung der Uterusschleimhaut unleidlich ist. Das ist wirklich nett. Aber wir dachten mehr daran, dass wir, wenn wir zusammenziehen, dann ohne dich. Das verstehe ich nicht. Wie sollen wir alle zusammenleben, wenn ich nicht dabei bin? Gut, also ich weiß, es ist eine Veränderung und es klingt verängstigend. Aber wo wollt ihr denn hin? Ich weiß es noch nicht. Wir haben gerade erst angefangen, darüber nachzudenken. Und vielleicht ziehe ich bei Penny ein oder aber ich übernehme die Wohnung hier und du ziehst gegenüber ein. Aber gegenüber einziehen? Rauchst du neuerdings Marihuana? Nein, natürlich nicht. Hat dich eine Kokosnuss am Kopf getroffen? Nein. Ja, also dann weiß ich auch nicht weiter. Du meinst gegenüber einziehen? Wie kommst du nur auf eine solche absurde Idee? Na, hör mal, ich liebe Penny. Und ich würde ihr gern das Leben bieten, das sie verdient hat. Ich verstehe. Demnach stellst du das Glück deiner Braut offenbar über das meinige. Nun, ja. Wow. Wie kann es die Universität wagen, mich wieder an die Stringtheorie zu setzen? Wir haben einfach kein Verständnis für dich. Ja, und damit nicht genug. Leonard hatte die Unverfrorenheit anzudeuten, dass er, da er jetzt mit Penny verlobt ist, nicht mehr mit mir zusammenwohnen möchte. Hier, ich habe dir eine Erdbeermilch gemacht. Ich habe hier richtige Probleme, Amy. Da kann man mich nicht mit einem Kindergetränk beruhigen. Das schmeckt lecker. Naja, vielleicht ist es nur zum Guten. Ich meine, du beklagst dich doch immer, was für ein schlechter Mitbewohner Leonard ist. Also wenn er in deiner Abwesenheit das Thermostat hochdreht. Och, das ist, als wärst du im Amazonas. Nicht das gute Amazon mit sofortigem Versand, sondern der furchtbare Fluss mit den Vögeln und Schlangen. Du kannst das Klirren seiner Schlüssel an seinem Schlüsselring nicht leiden. Vier Schlüssel? Für wen hält er sich für einen Knastaufseher? Siehst du, vielleicht magst du das Alleinwohnen. Ich weiß nicht. Wäre möglich. Und wenn es dir doch nicht gefällt, könnten wir zusammenziehen? Das, oh, na klar. Wenn wir schon dabei sind, wieso verloben wir uns nicht auch? Kaufen ein kleines Haus, gründen eine Familie, genießen gemeinsam unseren Lebensabend. Hörst du dir eigentlich zu, Amy? Sheldon, es war nur so ein Gedanke. Na, jetzt sag ich dir einen Gedanken. Du ziehst nicht ein, Leonard zieht aber auch nicht aus. Alles bleibt ganz genau so, wie es ist. Abgesehen davon habe ich gesehen, dass du die Erdbeermilch mit Sirup gemacht hast. Du musst sie aber mit Pulver machen. Es schmeckt genauso. Nein, der Sirup schmeckt besser und das mag ich nicht. Wie lieb von dir. Du kochst sonst nie für mich. Naja, du kochst für mich die ganze Zeit, aber wenn du es nicht magst, was ich koche, wieso hast du denn nie was gesagt? Ach, es fällt schwer zu reden, wenn man so sehr mit Kauen beschäftigt ist. Entschuldige, ich werde mich bessern. Ach, ich weiß, du wirst es versuchen. Und? Wollen wir einen Termin festlegen? Ja, ich hätte gern einen, der für meinen Bruder zeitlich passt. Okay, und wann passt das für ihn? In 12 bis 18 Monaten, je nachdem, bei guter Führung. Hi, ist Sheldon hier? Nein, ich dachte erst bei dir. Das war er auch, aber dann ist er davongestummt und geht jetzt nicht ans Telefon. Was ist passiert? Er war wütend, weil du ihm vorgeschlagen hast, auszuziehen. Oh. Ich habe zwar erwähnt, dass er und ich zusammenziehen könnten, aber er war zu sauer auf dich, um zu realisieren, was für eine tolle Idee das ist. Er hat gerade ein paar schlimme Tage hinter sich und es geht ihm sicher gut. Vielleicht will er nur Zeit für sich, um Druck abzubauen. Vermutlich hast du recht. Was macht ihr gerade? Naja, Leonard kocht für mich und jetzt sitzen wir hier und wollen schön essen, so als frisch verlobtes Paar. Das ist nett.
Na, jedenfalls, ich hab's schon gesagt. Sheldon braucht sicher nur etwas Zeit für sich selbst. Das ist auch mal wichtig. Nicht nur für ihn selbst, sondern für jeden eigentlich. Oh, das kenne ich. Was ist das, Polenta? Amy, verschwinde. Ja. Nein. Hey, Sheldon. Was ist passiert? Ich habe gestern im Hinterzimmer gekocht und die Herdplatte geriet in Brand. Und du konntest ihn nicht löschen? Ich war gerade gegenüber in der SB-Autowaschanlage, um zu duschen. Wann wirst du wieder aufmachen? Keine Ahnung. Ich warte auf die Antwort der Versicherungsgesellschaft. Also morgen? Ich will ja nicht unhöflich sein, Sheldon, aber gerade geht mein Leben vollends den Bach runter. Dein Leben? Die Universität zwingt mich an die Stringtheorie. Und meine Freundin liebt mich so sehr, dass sie bei mir wohnen möchte. Jetzt ist auch noch der Platz, an den es mich zieht, wenn ich traurig bin, feucht und riecht merkwürdig. Entschuldige, dass ich dich enttäuscht habe. Nein, das hier akzeptiere ich nicht. Alles verändert sich und das hasse ich. Doch damit ist Schluss. Ich helfe dir wieder auf die Beine zu kommen. Ich würde gern dieses Comicheft kaufen, bitte. Das macht 2,99. Wirklich? Es ist völlig durchweicht. Na schön, $1. Kannst du einen 20er wechseln? Nein, ich habe nur 100er. Weißt du was? Ich habe zwar Schwierigkeiten mit Sarkasmus, aber den habe ich erkannt und der gefällt mir ganz und gar nicht. Mir tut der Schaden hier leid, aber du bist nicht der Einzige, dessen Tag eine Katastrophe war. Das hätte mich umbringen können. Wieso habe ich nie Glück? Wir haben schon eine Weile nichts von Sheldon gehört. Meinst du, es geht ihm gut? Oh, bestimmt ist alles okay. Ich sehe mal nach, wo er steckt. Wie denn? Ich kenne sein Passwort und kann so sein Handy orten. Sowas machst du? Nicht immer zu, aber seit er vom Jahrmarkt verschwand, um einen Ballon nachzujagen, gehe ich auf Nummer sicher. Er kann schon auf sich aufpassen. Wir haben ihn vor der Gefahr durch Fremde gewarnt und ihm diese Pfeife geschenkt. Das ist eigenartig. Was denn? Er ist zum Bahnhof gegangen. Na und? Er findet Züge toll. Es ist schon dunkel und er ist allein. Das ist nicht gut. Los, wir holen ihn ab. Gut. Süß, wie du dir Sorgen machst. Du bist ein guter Kerl. Es ist nicht nur das. Meine Mutter würde mich umbringen, wenn ihm was zustößt. Alter, das tut mir ja leid. Versteh mich nicht falsch, aber hast du das wegen der Versicherung gemacht? Nein, Gott, du hörst dich an wie die Polizei, die Feuerwehr, meine Eltern, mein Therapeut und die Versicherungsgesellschaft. Wir sind für dich da, was immer du brauchst, okay? Oh, ehrlich gesagt, wär's toll, wenn ich ein paar Nächte bei dir pennen könnte. Klar, natürlich. Oh, warte, Emily wollte bei mir übernachten. Du hast mit ihr geschlafen? Schön. Das ist nicht mein Verdienst allein, sie hat mich rangelassen, aber... Aber ich kann sie anrufen und sagen, es geht nicht. Sekunde, ich weiß nämlich was, wo du wohnen kannst und du verdienst sogar ein bisschen Geld dabei. Das wäre klasse. Aber ich warne dich, mit inbegriffen sind Demütigungen, Erniedrigungen und Beleidigungen. Und wo ist der Haken? Sheldon? Du hast mein Handy geortet? Ja. Mann, da folgt man einmal einem Ballon 3 Meilen weit. Wir haben uns Sorgen um dich gemacht. Nicht so melodramatisch. Ich steige nur in einen Zug und fahre für immer fort. Ehrlich? Du hast nicht mal Sachen zum Wechseln hier und auch keine Zahnbürste. Mein Plan ist, dass ich mir, was ich brauche, unterwegs kaufe. Das nennt sich Leben auf der Walz. Okay. Ich weiß, dass du aufgebracht bist und gerade viel passiert, aber das ist nichts, was wir nicht lösen könnten. Komm jetzt also wieder mit. Nein. Ich bin an meiner Belastungsgrenze und will hier weg, sofort. Und wo willst du hin? Das ist nicht wichtig. Also, da laufen ein paar Dinge nicht so, wie du willst und dir fällt nichts Besseres ein, als auf Züge zu springen wie ein Vagabund? Das mag wohl so sein. Aber ich habe eine Kreditkarte. Und ich trage auch nicht meinen Laptop an einem geschulterten Stock.
Und ich verhungere lieber, als Bohnen aus der Dose zu essen. Ach komm, komm mit uns und morgen fahre ich auch mit dir ins Legoland. Das Legoland ist doch nicht die Lösung für all das. Außerdem ist es mir zu trendy, seit der Film rauskam. Was kann ich sonst noch tun? Lennart, ich bin überfordert. Alles verändert sich und das ist mir einfach zu viel. Ich will nur weg und nachdenken. Ich bitte dich, das ist doch nur eine Überreaktion. Warte mal, Lennart. Komm her. Vielleicht sollten wir ihn gehen lassen. Was? Wieso? Vielleicht ist es gut für ihn. Du weißt genau, dass er so eine Reise nicht allein machen kann. Er ist ein erwachsener Mann. Nein, er sieht nur aus wie ein erwachsener Mann. Du kennst doch Freaky Friday. Manchmal finden sich Kinder in den Körpern Erwachsener wieder. Lennart, wir können ihn doch nicht ewig beschützen. Ich weiß, aber... Er kommt schon klar. Du hast ihn gut unterwiesen, Padawan. Um Himmels Willen, der Padawan ist der Schüler, nicht der Lehrer. Ehrlich, lass ihn gehen. Sheldon, wenn dir das wirklich ernst ist, dann stehe ich dir auch nicht im Wege. Ich will es so. Okay. Viel Glück. Sei vorsichtig und ruf uns an. Das mache ich. Wiedersehen. Sheldon? Ja? Du wirst mir fehlen. Natürlich werde ich dir fehlen. Das macht es mir leichter. Mhm. Ihr denn noch hier? Ich kann das. Los, geht nach Hause. Ganz sicher? Ja, sie ist gefüttert, hat ihre Pillen, liegt im Bett und sieht fern. Du fühlst dich nicht überfordert? So ein Quatsch. Ich mag sie. Sie ist toll. Dori, willst du nicht mit mir Glücksrad gucken? Ich komme, Debbie. Du nennst sie Debbie? Sie besteht drauf. Und ganz ehrlich, Leute, ich danke euch vielmals. Dieser Job ist ein wahr gewordener Traum. Das ist jetzt irgendwie gruselig. Ja, ich weiß nicht wieso, aber irgendwas daran ist, naja, unnatürlich. Okay, gehen wir. Ja. Okay, Sheldon, danke, dass du angerufen hast. Telefonieren wir morgen? Okay, bis dann. Geht's ihm gut? Es hört sich so an, als käme er klar. Ich glaube wirklich, das ist zu seinem Besten. Ich auch. Und er konnte sich einen Forschungsurlaub nehmen. Wie konntest du ihn gehen lassen?